bin glücklich, dass ich heute die wohl schönste Ausstellung Wiens hier eröffnen darf mit der Parallelaktion Kunst Nummer 2, bereits die Nummer 2. Die erste hat stattgefunden im Vorjahr, im Mai. Warum Parallelaktion? Parallel als kleine Parallelmesse zu Vienna Fair und Art Austria, das war im Vorjahr. Und in diesem Jahr verbinden wir die Vienna Fair, die sich auf den September verlegt hat, mit der Gewinnmesse, wo wir beide auch bespielen. Auf der Vienna Fair sind wir jetzt mit unserem Messejournal präsent und auf der Gewinnmesse werden wir als Galerie und auch wieder mit dem Messejournal dabei sein. Ich danke für die Möglichkeit, in den Ringstraßengalerien, in dieser Galerie eine sehr interessante Ausstellung eröffnen zu dürfen, die viele Künstler von uns, aus Österreich, aber auch aus Lettland, Litauen, aus Deutschland, Kasachstan und so weiter beherbergt und unterschiedlichste Techniken hier zeigt und natürlich auch dem Klimt ja seine Reverenz erweist. Die Kombination zwischen einer Galerie und den Ringstraßengalerien sicherlich etwas Wertvolles und kann also eine Gegenwelt zu dem schaffen, was wir so tagtäglich konsumieren. Also nehmen wir uns auch Zeit für die Kunst. Hier zum Beispiel sieht man Gustav Klimt, wie er an dem Bild Judith malt. Und das Bild ist ebenfalls eine Art Mischtechnik. Und man sieht genau die Abbildung von seinem Bild. Versuche ich mit Mehrfachbelichtung, sprich 2, 3 Bildaufnahmen in einem Bild und dann mit bewegter Kamera diesen Rhythmus, den ich im Strom, in der Donau, im Fließen des Flusses erfasse. Der kann kein guter Dichter sein, der nicht ein guter Mensch ist. Shakespeares Freund Dan Johnson wiederholte diese Aussage fast wörtlich bei Vorwort zu seiner Komödie Volcone. Und Friedrich Schiller wiederholte es auch an Kritik an Gottfried August Bürger. Dieser Gedanke, diese Aussage prägte mich bei meiner neuen Serie. Eine Technik, die kaum zu definieren ist. Er spielt mit dem Wort Contre-Jour, was bedeutet Gegenlicht in der Fotografie, aber es sind keine Fotografien. Auf den ersten Blick sehen sie aus wie Malereien, aber auch das sind sie nicht. Es sind digitale Zeichnungen, die am Computer erstellt werden, mit Vorlagen, die er aus dem Medienbereich verwendet. Danach folgt ein Ausdruck auf transparentem Plotterpapier. Die Arbeiten werden vorne und hinten beschichtet, also sind beidseitig betrachtbar und in einen Rahmen gesetzt und hinter einem Flächenlicht.